Hallo, von mir gibt es heute ein neues Gelesen-Video. Das sind alle Bücher, die ich seit dem letzten Gelesen-Video eben gelesen habe. Die möchte ich euch jetzt vorstellen. Ja, meine Haare sind noch ein bisschen feucht, also ich lasse die gerade trocknen. Ich gehe nämlich gleich noch auf den Geburtstag und dann nutze ich die Zeit, die ich noch habe, um die eben Luft trocknen zu lassen. Was jetzt ja auch total unwichtig, und zwar geht es heute um Bücher. Leider habe ich wieder nicht alle Bücher da, da ich eben in die Bücherei meistens gehe und jetzt auch einige daheim in der Bücherei ausgeliehen hatte in den Semesterferien und halt dort gelesen habe. Die konnte ich natürlich nicht mit hinbringen. Bei dem ersten Buch handelt es sich um Die Hexe von Portobello von Paulo Coelho. So sieht das Cover aus. In dem Buch wird eben die Geschichte von einer sehr mysteriösen Person erzählt, von Athena, die selber ja, sehr spirituell veranlagt ist. Und die Geschichte wird eben von Personen erzählt, denen sie begegnet ist, die ihr nahestanden, und ist in so einem Interviewstil geschrieben. Also das Buch war meiner Meinung nach sehr mysteriös und spirituell. So ein bisschen, finde, mag ich das ja immer ganz gerne, aber das war mir doch vielleicht ein Ticken zu viel. Ich fand die Person, um die es eben ging, die Athena, dann doch ein bisschen zu verrückt, vielleicht auch. Und deswegen war das nicht so ganz mein Stil. Bei dem zweiten Buch handelt es sich um Tanz auf Glas von Kara Hancock oder so. Und zwar geht es dort um die Beziehung von Lucy und Mickey und ihre Ehe. Die wird praktisch erzählt, die Geschichte der beiden. Und zwar haben beide ziemlich, bringen beide ziemlich schlimme Schicksalsschläge mit. Lucy ist aufgrund ihrer Familiengeschichte anfällig für Brustkrebs und Mickey leidet unter einer bipolaren Störung. Und ja, die Beziehung wird von Mickeys Psychologen eigentlich auch so beschrieben, dass eine Beziehung mit ihm eben einem Tanz auf Glas gleichen würde. Und natürlich bleiben weitere Schicksalsschläge nicht aus, und das wird halt alles so ein bisschen erzählt. Es ist ein wunderschönes Buch. Es ist auch ein bisschen traurig, aber ich mochte das sehr gerne und kann es auch nur empfehlen. Dann habe ich noch von Kate Morton Die verlorenen Spuren gelesen. Das Cover sieht so aus. Kate Morton mag ich sehr gerne. Also ich habe schon mal was von ihr gelesen und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ihre Bücher sind alle so ein bisschen, die beschäftigen sich eigentlich alle mit Familiengeheimnissen und der Vergangenheit. Ja, und in diesem Buch geht es eben um Laurel, die zu dem 90. Geburtstag ihrer Mutter halt wieder zurückkommt. Und mit 16 hat sie ein Ereignis beobachtet, das sie aber verdrängt hat. Und jetzt an dem Geburtstag ihrer Mutter wird ihr das wieder so bewusst und sie will diesem Geheimnis halt eben auf die Schliche kommen und die Vergangenheit ihrer Mutter erfahren und herausfinden. Und darüber handelt eigentlich auch das ganze Buch. Das ist halt abwechselnd der Vergangenheit und dann der Gegenwart geschrieben. Man kommt halt selber so dem Familiengeheimnis immer ein bisschen näher. Und ja, ich mag so Bücher super gerne und deswegen hat das Buch von mir auch 5 Sterne bekommen. Meine Mama hatte sich dann noch Die Liebe deines Lebens von Cecilia Ahern ausgeliehen gehabt. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob ich außer PS Ich liebe dich Hummer was von ihr gelesen habe. Auf jeden Fall fand ich das Buch halt auch sehr gut und habe mich deswegen auch dazu entschieden, das eben auch zu lesen. Und in dem Buch geht es eben um Christine, die auf Adam trifft, der sich gerade von der Brücke stürzen möchte. Und sie will diesen Selbstmord halt auf jeden Fall verhindern und verspricht Adam dann, dass sie innerhalb von 2 Wochen ihm zeigen wird, dass das Leben lebenswert ist. Und dann werden die folgenden Tage eben erzählt, alles, was sie versucht, um ihm das eben näher zu bringen. Und es kommt eben so, wie es kommen muss. Sie verliebt sich in ihn. Ja, mehr möchte ich darüber eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist halt eigentlich so ein typischer Liebesroman mit so einer dramatischen Note, würde ich sagen. Also kann man auf jeden Fall gut lesen. Außerdem habe ich noch Gute Geister, also The Help, von Catherine Stockett gelesen. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht auch den Film, den habe ich damals auch gesehen und den mochte ich damals, also der hat mich damals schon richtig überzeugt. Ja, und deswegen habe ich jetzt eben das Buch noch gelesen. Für die, die es nicht wissen, das spielt so in den 50er, 60er Jahren in Mississippi in Amerika. Und es wird eben die Geschichte von den afroamerikanischen Haushälterinnen dargestellt, die eben für die Weißen arbeiten. Ja, und Skeeter, das ist eine Weiße,
Die möchte unbedingt Journalistin werden und möchte eben dann und bekommt den Rat, über ein Thema zu schreiben, das sie selbst interessiert und beschäftigt. Und sie entscheidet sich dann dafür, die Geschichten der afroamerikanischen Hausmädchen eben aufzuschreiben. Und darüber handelt das ganze Buch. Also ich finde das sowieso sehr spannend, das Thema, und sehr interessant und auch schrecklich. Und ja, wer sich dafür so ein bisschen interessiert, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Oder wer vielleicht auch nicht ganz so gerne liest, der Film ist auch sehr gut. Dann kann ich euch jetzt auch mal wieder ein Buch zeigen. Und zwar ist das der fünfte Teil, glaube ich, von der Lion Game Serie, Cross My Heart, Hope to Die, von Sarah Shepard. Ja, ich habe ja schon im letzten gelesenen Video so die Grundstory der Serie halt erzählt. Ja, Emma sucht weiterhin den Mörder von Sutton. Es werden wieder Verdächtigungen angestellt und die erweisen sich dann aber doch als falsch und man erfährt Neues. Und ja, mag ich sehr gerne. Also ich bin bisher eigentlich ganz begeistert von der Serie und muss mal gucken, ob der neue Band eigentlich schon draußen ist. Und muss mal gucken, dass ich mir den nächsten Band besorge. Unter dem letzten gelesenen Video habt ihr mir auch ganz viele Buchtipps dagelassen. Vielen Dank dafür. Also ich habe mir alles notiert und guck jetzt in der nächsten Zeit, was so in meiner Bücherei davon halt vorhanden ist. Und ich wurde dann auch wieder auf die Bücher von Monika Veeth aufmerksam gemacht. Ich habe eigentlich schon ziemlich viele gelesen. Ja, aber dann bin ich ja nach Amerika gegangen und dann hatte ich die letzten, ich glaube, zwei Bände nicht mehr halt gelesen. Und ja, dann habe ich in der Bücherei jetzt diesen entdeckt, der Sommerfänger. Und hier geht es eben wieder um Jette, die sich nach 2 Jahren, nachdem eben der Erdbeerpflücker geschrieben wurde, passiert ist, wieder verliebt. Und dann wird aber der Mitbewohner ihres Freundes tot aufgefunden und ihr Freund ist verschwunden. Sie glaubt aber an seine Unschuld und begibt sich dann auf die Suche nach ihm und gerät ebenso auch in Gefahr. Es handelt sich dabei eigentlich um einen Jugendthriller. Mir stand er jetzt bei den Erwachsenen, was ich ein bisschen komisch fand. Ja, also ich mag ihre Bücher sehr gerne und wer, das ist nicht ganz, und ich finde, die sind nicht ganz so hart wie so echte Thriller, so für Erwachsene, deswegen, ich nähere mich ganz langsam dem Gebiet an und mag die Bücher sehr gerne. Als letztes habe ich jetzt dieses Buch gelesen. Das stand bei den Neuanschaffungen in der Bücherei und es hat mich irgendwie angesprochen. Das heißt, Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater. Es hat auch in der Erwachsenenabteilung gestanden, aber ich finde, es ist eindeutig ein Jugendbuch. Und da geht es eben um Blue. Ich lese hier jetzt mal hinten drauf vor, weil es ein bisschen schwierig ist zu erzählen. Jedes Jahr im April empfängt Blue die Seelen derer, die bald sterben werden, auf dem verwitterten Kirchhof außerhalb ihrer Stadt. Bisher konnte sie sie nur spüren, nie sehen, bis in diesem Jahr plötzlich der Geist eines Jungen aus dem Dunkel auftaucht. Sein Name lautet Gansey und dass Blue ihn sieht, bedeutet, dass sie der Grund für seinen nahen Tod sein wird. Seit Blue sich erinnern kann, lebt sie mit der Weissagung, dass sie ihre wahre Liebe durch einen Kuss töten wird. Ist damit etwa Gansey gemeint? Ja, hat mich irgendwie ganz angesprochen, so ein Fantasy-Buch. Lese ich ab und an ganz gerne. Ich fand es allerdings doch, also nach dem Thriller, dann doch irgendwie ein bisschen schwierig, in die Welt da einzutauchen. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Band, habe ich jetzt gesehen. Ja, wie es denn so kommt, freundet sie sich mit Gensi und seinen Freunden an und die begeben sich auf die Suche nach einem alten König, der auf so einer Energielinie begraben liegt und wer ihn eben aufweckt, der steht in seiner Gunst, hat also irgendwie Wünsche frei oder so. Ja, sie sind natürlich nicht die Einzigen, die danach suchen und dann ist auch nochmal so ein Konflikt da und es geht um Geister und dann ist plötzlich sind plötzlich in einer anderen Zeit und es passiert eigentlich ziemlich viel. Und ja, aber es ist okay. Also es ist jetzt kein super Buch, aber man konnte es ganz gut lesen. Ja, und das war's mit den Büchern, die ich jetzt im März gelesen habe. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss!